herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in GTA 5 und Roleplay. Wir sind hier auf dem Flensburger Server und wir fahren jetzt gerade zu einer Art, ja doch, Feuer kann man sagen. Es ist irgendwie brandbestätigt, habe ich gerade im Funk gehört, und mehr kann ich auch noch nicht. Ach shit, wir müssen hier lang. Platz da. Einmal bitte Platz, dankeschön. Wir fahren nochmal zur Absicherung hinterher. Ich glaube, die Feuerwehr ist bereits vor Ort. Ja, schauen wir uns direkt an, was hier so Sache ist. Ist, glaube ich, bei so einem Weingut. Ah, Gegenverkehr. Hier überholen ist eine ganz tolle Sache. So, und dann einmal hier rechts. Hier schön im reichen Viertel vorbeifahren. Ey, sag mal, nimmst du mir die Vorfahrt? Dann aktiviere ich mal. Hallo. Ja, halt die Hand raus. Ich habe das Gefühl, wir sind hier in der Realität. Freches Verhalten gegen Einsatzkräfte, ey, ich glaub's nicht. Manometer. Kann man sich hier wieder nicht vorstellen, was die Sache ist. Aber hey, der Schnee ist auch nicht mehr da, wie vor ein paar Tagen. Das heißt, wir können wieder wunderschön mit unserem Frühlingsfahrstil hier, hoppala, Unfälle bauen und natürlich auch andere retten. Frostgesetze bringen uns nicht selber wieder um. Cool, ich werde perfekt ignoriert, das finde ich schön. Das macht doch Spaß und Freude hier. Ich hoffe, bis ich da bin, ist das Feuer nicht aus. Aber hier hinten mal im Außenrevier zu kurven, ist auf jeden Fall vom Fahrstil her anders als in der Stadt ständig. Aber genau, das ist auch wieder das Geile. Wenn man hier mal auch wieder andere Strecken fährt. So, jetzt halten die Herrschaften an, sehr gut. So, gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Gefühlt ist das Feuer auch schon fast aus hier. Manometer. Aber hier draußen darf man auch nicht so schnell fahren, weil, naja, sonst hast du das Problem, dass du auch zu einem Patienten wirst. Oh, nichts ist schlimmer für die Feuerwehr und die Rettungskräfte, wenn du nachher selber zum Patienten wirst. Dann hast du nämlich noch einen, ja, einen Patienten mehr und mehr Arbeit als vorher. Von daher... Au! Okay, Feuer ist da oben am Weinberg. Wollen wir mal direkt schauen, was da so Sache ist. Okay, Verkehrsunfall hier vorne, mega. Ah, falsche Einfahrt genommen, okay. Klassiker. Was auch immer du da vorne vorhast, machen sie weiter. So, wir sind an einer Stelle angekommen.
Und dann schauen wir mal, was hier so Sache ist. Stadtwerke? Es gibt Stadtwerke? Oha! Hey, ich bin. Die sehe ich ja auch zum ersten Mal. Die Schläuche funktionieren nicht. Ja. Ne, die Schläuche funktionieren, die Unterflüge dran sind dicht. Ja, das Gelände ist auch uralt. Das ist eigentlich auch ein Denkmalschutz. Also es wurde ewig nicht mehr benutzt oder irgendwie sich drum gekümmert. Das ist ein bisschen schlecht. Ich kann mal gucken, was ich machen kann. Spontan hier den Unterflugdranten ausräumen von der Dreck und kurz auspumpe. Das wird aber wahrscheinlich 10-15 Minuten dauern, bis das passiert ist. Ach, ansonsten einmal C4 rein und dann passt das. Ich habe leider kein C4. Ich möchte auch den Unterflugdranten nicht sprengen. Halt mal mindestens was an. Nee. Das ist komisch. Naja, wieso? Ach, herrje. Da brennt die Hütte hier vorne. Die Hütte, sie brennt. Hallo? Oh, da liegt schon der erste Patient, seht das richtig? Ach, herrje. Hallo, der Rettungsdienst, können Sie mich hören? Wer hat hier nochmal zusammengeschlagen? Keine Ahnung, wir haben von der FF. Ja, keine Ahnung. Ich weiß. Hä? Ich muss zum Friseur gehen. Ich soll das TLF besetzen? Ist das so richtig? Leitstelle von 51-83-3. Hier ist eine. Ja, Antwort ist da. Einmal die Rückfrage zur Alarmierung TLF besetzen, ist das so korrekt? Nein, das war nur noch drin. Das ist, ihr wurde von der FF angefordert, zwecks Eigensicherung FF. Alles klar, so verstanden. Wollte schon sagen. Du würdest dich wundern, wie viele RTWs und NEFs die schrotten am Tag. Du bist wirklich überrascht. Komme ich ja halt gerade rum, das Richtige zu hören hier. Oder wie viele RTWs auf einmal auf der Wache stehen, oben auf dem Dach. Ja, wie gesagt, die landen ja alle bei mir in der Werkstatt. Ich bin ja ADAC-ler. Das ist lustig. Und wer findet die? Also mit 3 bis 4 am Tag kann man schon rechnen. Die FF hat gestern Wachbesetzung bei der BF gemacht. Aber wir halten die Wirtschaft am Laufen, was sollen wir machen? Ihr zahlt doch gar nichts, weil es ist alles kostenlos. Ja, Staatskosten, trotzdem. Kriegen wir ja, aber nicht. Naja, was? Scheiß vom Staat. Naja, was sind die besseren Kosten? Menschenleben oder Fahrzeuge, ne? Wenn du keine Fahrzeuge hast, geht's auf den Menschen. Ganz ehrlich, ich mach hier auch ihn, so muss nicht. Ah, Beschäftigungstherapie für alle. Ja, BM. Eine Lehre kostet ungefähr 700.000. Ist euch das Wasser ausgegangen oder warum steht ihr hier und spielt Poker? Wasser ausgegangen. Nee, die Hydranten sind zu. Nein, wir sind nur von der FF. Ich hab keine Ausbildung. Ja, wir sind nur von der FF. Das ist die Begründung dafür, nichts zu tun, oder wie? Ohne Anweisung. Macht keine Sorge, die BF macht auch nichts. Na dann. Die ich gerade gesehen habe. Hol mal das Stockbrot. Sing das Lagerfeuerlied. Sitzen am Lagerfeuer. Eieieiei. Ach Gottchen. Oh, was ist denn das hier? Das ist ja auch neu. Freiwillige Feuerwehr Flensburg. Oha. Ist das hier ein GTLF oder was ist das hier?
Sieht ja sehr schick aus. Also, dass nicht mal stiller am Einsatzort, ey. Normalerweise ist hier reges Treiben, jetzt ist hier wirklich Ruhe. Ich glaube, die sind ausgestopft. So, ich glaube, ich packe mal die Kiste zurück hier. Aber dass es hier vorne jetzt Stadtwerke gibt, finde ich auch sehr interessant. Muss ich schon sagen. Das ist schon schön gemacht. Mal gucken, was wir noch für weitere Aufgaben haben. Oh. Die Erde wird auch schon den ein oder anderen Schaden bekommen. Nicht schön. Ich hatte auch zwei beinahe und verloren. Aber 7 freiwillige Feuerwehrleute hier, das ist ja mal mega gut. Super. Wer wollte da was sagen? Ich habe noch nie ein Fahrzeug kaputt gemacht. Nee, ich auch nicht. Ist alles richtig. Nee, ich habe auch noch nie ein Fahrzeug kaputt gemacht. Ich habe noch nie ein Fahrzeug kaputt gemacht. Puff, okay. Geht der Airbag auf. Kein Ding, das ist. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, was du meinst. Okay, wartet mal. Nee, hat immer noch nichts. Da kommt also die BF ist nicht so gesprächig wie ihr. Junge, schrei doch nicht vom Alter. Digga, ich höre gar nichts so vor. Welcher bist du? Ja, wir sind bei uns im normalen Ding, erst im RKI-Funk. Nee, also, ich bin... EST1 sollen wir. Was? Ihr seid in EST1, wenn ihr Dings seid, wenn ihr AGT seid. Vorhin hat der Typ gesagt, wir sollen alle rein. Kommen Sie mal bitte schon hierher. Ihr seid rein, wenn ihr AGT seid. AGT oder was hat von der PF? Seid ihr hier? Ich muss mal kurz ein bisschen weggehen, ich höre gerade nicht, was er gesagt. Irgendwer soll sich melden. Aber ich glaube, mich hat er nicht gemeint. Na, wie sieht's aus mit dem Wasser? Schlecht, die Wasserwerke haben das schon abgeschaltet für das Gebäude. Ich muss erst in den Wasserwerken fahren, da das dann freischalten. Na, ich muss gucken, wie schnell ich das jetzt hinbekomme. Ach, die sind nämlich gerade eben, die haben eigentlich sind im Urlaub noch, deswegen ist noch ein Notfalldienst da. Deswegen schaue ich, dass ich die Zuständigen rankriege. Deswegen kommt auch kein Wasser zu euch in die Fahrzeuge. Ich muss auch kurz telefonieren, ja? Ja. Ach, herrje, kein Wasser mehr. Nicht auf die DLKs aufgebaut. Aha. Ganz schnell kann das rein. Nee, wirklich, da haben wir ungelogen eine halbe Stunde mit Schneebären ist verlöscht. Und doch da haben es Leute geschafft, sich auf die Fresse zu packen und vom RKI behandeln lassen zu müssen. Okay. Dann, wenn die Schneebälle mal alle waren. Jo. So, wer hat alles AGP? Bei der BF, welche getragen habe, haben keine Ausbildung. Okay. Alle, die PA haben, bitte anzuhören. Und mit Schlauch ausrüsten. Aber was ist denn da vorne noch alles passiert? Ich meine, das ist ja eine Brandausbreitung hier, das ist ja unfassbar. Und der Wagen hier scheint auch neu zu sein. Mayday, Mann am Boden, Klaus. Mayday, Mann am Boden. Jetzt schon? Hey, nix geschafft, ja. Mann am Boden. Ach, okay. Ich hole schon mal die Trage. Die Löscharbeiten haben nicht mal angefangen.
Ja, Stadtwerke war da. Meldest du uns an, Asi? Wer will mich anmelden? Hallo, hier! Eine Anmeldung? Gut, dann hat keine Anmeldung. Bleib mich hin. Wer ist Maschinist Drehleiter? Also falls sie wen suchen... Gold, der Herr Gold, der gerade im Kopf ist. Hier, der perfekt, da. Die Drehleiter muss in Stellung gebracht werden. Hinten auf der Rückseite vom Gebäude fängt es an zu brennen. Herr Gold! Ich bin wieder da, ja? Gut, ich mach das scheiß schnell. Kann niemand die Trage bedienen? Herr Gold, vielleicht? Die Sachen entfernen oder aufnehmen? Die Sachen entfernen. Entfernen, ja. Weil ich kann das gerade nicht, das ist ganz komisch. Spineboard lassen wir mal drauf. Nur die Taschen da unten. Ja. Ist der Patient bekannt, also Kollege? Das oder? Ist ein Kollege, Angriffstrupp von 50481. Es wird der Herr, warten Sie, lassen Sie mich kurz gucken, der Herr. Legen Sie hin, legen Sie hin. Wie heißt denn der Kollege nochmal? Herr Brunner, genau. Der Herr Brunner, erstes Feuer hat für euch zur Info noch. Herr Brunner, hören Sie mich! Haben Sie irgendwelche Verletzungen? Hör mal, komm! Ist da oben gibt oder was mit dem was? Ich hab Wolf, EKG klemmen. Ja, bin dran. Angriffstrupp, herkomm! So, wir melden uns an. Schröder und. Herr Jung. Tito. Eigentlich sollte es EKG klemmen. Puls messen nützt nichts, danke. So, ja, müssen wir mal rausfinden, wer das hier ist. Das ist I. Luis. Okay. EKG klemmt, 23er Puls, bitte erst mal zu drücken. 1026. Fang an zu drücken. Ja, danke dir. So, erstmal. Ich muss erstmal gucken, wen ich hier reanimieren muss, ey. Ich leg mal direkt ein IV. So. Asyl! Ach, jetzt erstmal wieder hier reinkommen, ja. Asyl! Mein Gott. 26. Willst du, ob du Kirby hier ranholst? 27, 28, 29, 30. So, wir sind dann im Demo 1. Ja. Drücke weiter. Ich geb mal eine Jono Schirier. So. Drücke weiter. Ja, ist. Ja, wird langsam schlechter. Ich war stabil heute, alles. Ich hab Kirby gesagt. Ach, Kirby, stimmt, das war Kirby. Entschuldigung, kannst du bitte Kirby noch holen? Ach, hab's heute auch mit dem Namen. Wenn ihr bei euch irgendwas helfen kann, sagt ihr Bescheid, mit irgendwas halten oder so, ja? Ja, alles gut, ich brauch nur eine Medikamentenvergabe, das ist das Problem. Zwei Personen schon am Boden. Hallo. Nee, ja, der hat sich schon gegeben. Hallo Köpi, ich brauch Medikamentenvergabe von dir. Was willst du geben? Ein Milligramm Adrenalin. Viel Erfolg. Danke. Alter. Was haben wir jetzt? Warum liegt da hinten noch einer? Wo ist Gold? Oh. Noch einer? Och nö. Puls steigt. Gold.